Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Inspektor Black Monster und Sie sind zurück bei L.A. Noire, den Let's Play. Ja, ich würde sagen, wir starten auch weiterhin und wir sind gerade in einem Mordfall. Und zwar ist diese Person umgebracht worden. Wir untersuchen sie. Broad daylight, crowded street. I don't see everything. Ja, wir müssen alles untersuchen. Ah, das Blut, das Blut. Jetzt müssen wir auch die Tasche mal untersuchen. Was haben wir denn da? Ein Brief. Tische Zahlungen. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Da haben wir schon mal einen Gegenstand. Wo machen wir da? Aber da ist nichts. Haben sie eigentlich sich schon untersucht? Alright, alright. Yes, it's a dead person. Wo machen wir da? Was haben wir da? Mal da gucken. Der hat auch nicht sehr viel, dieser Tote. Der Tote hat echt nicht viel. Er wundert mich gerade mal so. Na, hat echt nicht viel. Da hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Gut. Mal mit den Leuten sprechen? Anscheinend nicht. Könnte der irgendwo geschmissen worden sein? Gehen wir auf jeden Fall mal rein. Ja, das könnte sich. Make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Lass mich einfach meine Arbeit machen. You have no idea what you're doing. Das habe ich schon. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Yeah, it's there was. I'm not a We'll loss. Keep the witnesses on ice until you're ready, Cole. Why don't you have a look around? Wir schauen uns schon um. Don't you people have anything better to do? Sonst hat er nichts mehr hier drin, oder? Ja, das hatten wir ja schon. Ich noch irgendwie nach unten. Ja. Da war nichts. Da war auch nichts. Hier ist definitiv nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was die noch wollen, weil ich noch untersuchen soll. Weil dieser Typ hat definitiv nichts mehr. Weder in der Hand noch sonst was. Was hast du denn da? Ah, okay. Stimmt ja. Shell casings. These look like 32s. Ja,
mal noch ein bisschen laufen. Think talk is cheap. Try hiring a lawyer. Um ins Wasser zu schweigen und einfach wegzufahren, weil mit nichts mit. Oh. Ja, da ist definitiv was dran. Oh, die Pistole, die Tatwaffe. FN Browning, Serial Number 01138. I need to run it by a gun store. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Ja, damit können wir was anfangen, definitiv. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir was aus ihr rausbekommen. Sie sagt uns besser die Wahrheit. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Los, jetzt muss das mal hin. Okay. Ja. Alter 27. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Die lügt nicht. Das ist die Wahrheit. And you don't know who shot Gage or why? No, officer. A man is dead, Miss Galletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Okay. Das hat accelerated quickly. This isn't what we're looking for. Ja. Das sind nur Schuhe. Kommen wir da rein. Naja, als Polizeibeamter hat man. Haben wir es nicht leicht, wie man merkt. Man merkt das schon. Aber anscheinend habe ich damit falsch gelegen, ne? Dass sie damit nichts zu tun hat. Sie wirkte so, oh, ich habe nichts damit zu tun. Aber hat sie anscheinend was damit zu tun. We have the murder weapon? No murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Ja, dann wollen wir doch mal rein. I swear, this town is going straight to hell. Naja. Sie festlegen. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps.
She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Wir sind die Cops. Wir brauchen keine Ampeln zu beachten. Zum Weg, sag ich. Karte. Kann ich das noch, nicht noch ein bisschen besser festlegen? Ja. Anscheinend nicht. Okay. Na gut, zu der Zeit gab es ja auch noch keinen GPS, also von daher haben sie das von Rockstar so ein bisschen versucht, real zu halten. Rote Ampel, das zählen wir sowieso hier nicht. Das Auto könnte mal ein bisschen schneller fahren, ja? Das ist ein Mordfall. Es geht hier nicht um Leben und Tod, es geht hier um Leben oder Tod, ja? Ja, ja, halt's Maul. Halt's Maul. Oh. Ja, hallo? Ich glaube, Sir, wir müssen mal miteinander reden. Ah, jetzt auch noch vom Unfallplatz wegkommen. Das, ich schreibe mir deine Nummer auf. So. Kannst aber annehmen, dass ich meine Nummer aufschreibe. So, wie hieß das? Wo muss ich nochmal genau hin? Eagleson. Na ja, klar. Kein Wunder. Oh nein. Igus, dann wollen wir da denn? Wollen wir diesen Scheißladen denn? Da haben wir. 2 p.m. Sind Sie dran schuld, dass dieserjenige tot ist? Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? F.N. Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ja, das ist schon mal eine kleine Hilfe. Dann müssen wir wohl diesenjenigen schnappen, bevor er noch Unsinn macht. Ich fahre. Ziel festlegen. So. Und ab die Post. Wir müssen uns beeilen. Dieser Typ könnte uns entkommen. Aus dem Weg! Das ist ein Mordfall hier. Oh ja. Hallo? Polizei! So. Wollen wir mal gucken, ob dieser Typ da ist. Und den wir festnehmen können. Officer! Can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Callu? No. Mr. Callu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Na, wollen wir hoffen. Son of a bitch! Wow. Go, Cole, go! Dieser Typ meint wohl, er könnte uns entkommen. Damit könnte er aber auch absolut richtig liegen. Ich meine, nein. Get back here! Hurry! You can still catch him! When the hell is the food gonna arrive already?
verdächtige Person verletzt, okay. Darf ich anscheinend nicht. Warum darf ich ihn nicht anschießen, wenn er kommt? Hallo? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Du entkommst uns diesmal nicht. Verfolgung, sie hatten sie noch immer das. Ja, ich darf doch nicht auf ihn schießen. Ich darf es doch nicht. Wir bekommen dich schon. Du brauchst nicht versuchen zu entkommen. Too late, Kalu. Jawohl, ja, Mann. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Die Gerechtigkeit hat gesiegt.